Betrachten wir jetzt den volkswirtschaftlichen Güter- und Geldkreislauf, wie er heute in der Volkswirtschaftslehre verwendet wird. Wir hatten uns ja vorher Quinets Tableau économique angesehen. Dieses wurde weiterentwickelt von Karl Marx, Reproduktionsschemata und vor allen Dingen John Maynard Keynes, allgemeiner Theorie der Beschäftigung des Zinses und des Geldes, der General Theory. Auf dieser Basis schuf Richard Stone für die UN und die OECD die Grundlage der heute international verwendeten Systeme. Der Wirtschaftskreislauf, wie wir ihn jetzt betrachten, ist ein Modell einer Volkswirtschaft, in dem die wesentlichen Tauschvorgänge als Geldströme und Güterströme zwischen den Wirtschaftssubjekten dargestellt werden. Geld- und Güterströme entsprechen sich in einem geschlossenen Kreislauf wertmäßig, verlaufen aber in entgegengesetzter Richtung. Diese Kreislaufsanalyse bildet die Grundlage der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung und damit auch der Makroökonomie. Starten wir einfach mal ganz einfach. Wie Quinet hat zum Beispiel auch Keynes die Volkswirtschaft in Sektoren eingeteilt. Wir betrachten hier einen ganz einfachen Kreislauf, also der ist weder dynamisch, wir haben keine Vermögensänderung, wir haben keinen Staat und wir haben kein Ausland. Wir betrachten also nur die Haushalte und die Unternehmen. Wir haben hier den Haushaltssektor. Und hier haben wir den Unternehmenssektor. Und zwischen beiden Sektoren verlaufen hier diese Güterströme hin und zurück als Kreislauf. Gut, was gehört jetzt alles zum Haushaltssektor? Wir haben hier verschiedene Haushalte in einer Volkswirtschaft, größere Familien, Großfamilien, Einpersonenhaushalte, Rentnerhaushalte, Unternehmerhaushalte etc. Diese Haushalte besitzen Produktionsfaktoren. Hier zum Beispiel haben wir den Produktionsfaktor Boden. Wir haben den Produktionsfaktor Arbeit. Und wir haben den Produktionsfaktor Kapital. Die Haushalte, die im Besitz dieser Produktionsfaktoren sind, geben diese Produktionsfaktoren an den Unternehmenssektor. Im Unternehmenssektor haben wir alle Unternehmen der Volkswirtschaft versammelt, sozusagen. Das können große Fabriken sein, das können aber auch kleinere landwirtschaftliche Betriebe sein oder auch Dienstleistungsbetriebe. Also diese Produktionsfaktoren, Kapital, Arbeit, Boden, fließen jetzt oder gehen jetzt zum Unternehmenssektor. Hier werden sie sozusagen transformiert in Güter. Das können auch Dienstleistungen sein, das können dauerhafte Konsumgüter sein, das können Lebensmittel sein oder eben auch Dienstleistungen. Diese Güter werden jetzt von den Haushalten verwendet oder konsumiert, gehen also dahin. So, das ist jetzt sozusagen der volkswirtschaftliche Güterkreislauf. Güter fließen von den Haushalten, die Produktionsfaktoren fließen zum Unternehmen und die Güter fließen wieder zu den Haushalten. Gucken wir uns das mal weiter an. Jetzt kommt zu dem Güterkreislauf auch der Geldkreislauf. Wir haben hier wieder die Haushalte, wir haben hier die Unternehmen. Rot wären die Güterströme und den Güterströmen entgegengesetzt sind in Blau die Geldströme. Gucken wir uns das jetzt nochmal wieder genauer an. Wir haben hier die Produktionsfaktoren, Arbeit, Boden, Arbeit und Kapital. Und die werden zu dem Unternehmenssektor gegeben. Gucken wir das mal. Gut, die Haushalte werden dafür entlohnt, Form eines Einkommens. Geht jetzt hierhin zurück. So, das ist jetzt der blaue Strom. Rot ist der Güterstrom. Blau ist der Geldstrom. So, Geld und Güter haben sich jetzt so quasi ausgetauscht. Jetzt gucken wir das Ganze uns bei den Unternehmen an. Hier haben wir wieder diese Autos und eben Lebensmittel. Die brauchen die Haushalte. Das heißt, die Haushalte
Eben. Die Konsumausgaben zum Unternehmenssektor und bekommen dafür die Güter. So, hier tauschen also auch, wir haben also diesen roten Strom, rot Güter, hin, zurück und dem entgegengesetzt eben den Geldstrom. Also Geld und Güter wechseln hier quasi den Sektor. Gucken wir uns das hier nochmal an. Wir benutzen jetzt die volkswirtschaftlichen Begriffe. Hier wieder mein Haushaltssektor. Hier habe ich meinen Unternehmenssektor. Da. Und die Haushalte, ich betrachte jetzt nur die Geldströme. Die Haushalte bekommen Einkommen, weil sie die Produktionsfaktoren zur Verfügung stellen. Und dieses Einkommen nutzen sie dafür, um die Güter aus dem Unternehmenssektor zu kaufen. So, das Ganze ist jetzt auch wieder ein Kreislauf. Gut, das war's eigentlich schon.